Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Prison Architect. Und wie ihr seht, das ist unser Rohbau für unsere Hochsicherheitspatienten, sage ich mal. Ich habe schon mal ein bisschen weitergemacht und zwar hier schon mal die Zellen markiert, wie die aussehen sollen und die Innenausstattung. Also wir haben jetzt hier ein Bett, ein bequemes Bett, einen Hocker habe ich mir gedacht. Zum Hinsetzen, Toilette ist klar und so ein Waschbecken mit Spiegel. Und natürlich eine Tür, das muss reichen. So, und das werden wir jetzt, ja, klonen. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich richtig klone hier. So. Und dann werden wir das. Ne? Ach so. Ein bisschen warten, bis das drin ist, gell? Naja, ich weiß. Alles wird gut. Jetzt haben wir natürlich keine Zeit wahrscheinlich. Beziehungsweise müssen jetzt warten, bis die ganzen Lieferungen da sind. Warte mal, die können wir auch wegnehmen, weil die sind eigentlich nur umsonst hier, glaube ich, diese Geschichten hier. So. Anschalten bitte mal. Übrigens, da fehlen auch noch ein paar Lampen. Was ist jetzt hier los mit den Geschichten hier? Wird das noch was oder wie? Oder müssen wir das alles selber machen hier? Kann ich auch machen hier. Überall schön anklicken. Dann fühlt sich's auch von alleine. Bequemes Bett. So, dann haben wir hier noch. Wo ist? Nein. Da oben. So. Und wo ist jetzt das Waschbecken mit der da einfache Spüle? Ich sehe schon, ich muss ja wirklich. Besser hinklicken, so. Objekte, Türen bitte nochmal für das Gefängnis hier. Ah, rot. Sind die Arbeiter, verdammt noch mal. Jetzt kommen sie. Die müssen alle einmal außen rum. Warte mal, das machen wir anders. Wir werden da hinten noch mal eine Gefängnistür dann einsetzen, weil die müssen einmal außen rum laufen. Das ist natürlich nicht so toll, verstehe ich. Macht natürlich Sinn, dass wir da eine Tür einbauen. So. Wenn der Trakt hier fertig ist, dann geht's weiter. So, jetzt werden die erste Türen eingebaut.
Ah, der braucht auch noch mal eine Spüle, braucht auch noch mal Wasser. Na klar. Okay, kein Problem. So. Die Toilette ist da. Na komm, auf geht's. Wo seid ihr? Da. Jetzt warten, bis der eine Block da fertig ist. Und wir jetzt weiten Weg, ist klar. Pass auf, warte mal, jetzt müssen wir schnell schauen, wo kann ich denn hier festlegen, dass das nur der Hochsicherheitstrakt ist? Wie war jetzt das? Da habe ich alles, gell? Ja, also an dem kannst du nicht liegen. Jetzt pass mal auf. Einsatz. Muss ich da erst was freischalten? Nee. Okay, nee, das ist auch nicht das, was ich will. Also ich muss auf jeden Fall noch mal oben irgendwo einstellen, dass ich die haben will, gell? Genau, hohe Sicherheitsstufe, sonst funktioniert es nicht. Warte, ich möchte jetzt da mal weniger von denen haben, sondern ich möchte jetzt mal mehr von den oberen da haben. So. Extrem gefährlich, genau. Die Frage ist jetzt nur die, muss ich da irgendwo noch was Spezielles einstellen, damit die wissen, Isolationszelle, Fehlverhalten, nee, Schlafsaal, Zwinger, das ist für den Hund. Das müssen wir auch noch bauen, ja. Nee. Okay, scheint fertig zu sein. Warte mal, dann müssen wir hier klonen. Und zwar nach dahin. Nein. Ja, der war jetzt wieder falsch, war klar. Klonen. Der war jetzt wieder falsch geplant. So. So.
hatte hier früher niedrige. Zellenstatus, was ist das jetzt hier? Das ist frei. Übrigens, da fehlt sie auch noch, sehe ich gerade. Übrigens, da stimmt die Tür nicht. So, jetzt wird er wieder gebaut. Kräftig. Das mit dieser Zuteilung, das ist das, was ich noch herausfinden muss. Oh ja, da fehlt auch noch was. So, was macht es da aus? Okay, es ist am Laufen hier, sehr gut. Da sind da schon die Schwerverbrecher drin? Ja, sehr gut. Da sitzen die extrem gefährlichen. Hey. Moment. Achso, ist das wieder ein großes, oder? Kann das sein? Also dann wächst dieser Sicherheitstrakt. Genau, jetzt geht's weiter. Also wir werden jetzt hier weiterbauen praktisch. Da brauchen wir jetzt auch Duschen, weil sonst wird es hier irgendwann mal, glaube ich, kritisch werden für die Leute. Dann würde ich sagen, machen wir immer dazwischen so eine Dusche hin. So eine schicke Fundament. Duschstangen. Ich will Duschstangen haben. Versorgung. Jetzt noch das Kabel hin. Auf geht's. Achso, da müssen wir noch, ja, ich weiß, ich weiß. Müssen wir noch eine Tür hinbauen. Wir könnten natürlich auch so Duschkabinen machen, ja? Die Dusche im Dings wäre natürlich auch noch eine Idee, aber.
da so Überwachungssachen? Oh, Kissen. Wo muss das hin? War jetzt diese Detektorgeschichte. Warte mal, da machen wir noch ein Fenster rein überall. Befestigung, diese Sicherheitsschleuse da mit diesem Detektor, die ist doch auch irgendwo hier. Irgendwo war das, ich weiß es hundertprozentig, irgendwo war diese Geschichte. Naja, Gott. Achso, bei einem Eingang. Sonst geht es nicht weiter. Na komm. So, jetzt kommt die Tür hin. Okay, jetzt kommen die die Duschkabine natürlich auch noch rein, ja, ist klar, aber zuerst will ich schauen. Warte mal, wir machen es anders. Hochsicherheitsgeschichte hier. Alles hat rote Wände. Wo ist diese Duschstange? Also manchmal. Vielleicht geht es dann so besser. Da. Und immer vier. Vier an einem Ort, genau. Vier kommt dann eine Mauer dazwischen. So. So. Dann brauchen wir hier jetzt noch das da. Duschstange rein bitte, so, dann das da bitte, zack, 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 so, und hier oben noch. Genau, weil hier kommt auf jeden Fall noch eine Wand dazwischen.
brauchen wir jetzt da noch die Duschköpfe. Was sind die Duschköpfe da? Falsche Taste erwischt. So. Jetzt wird da gebaut. Versorgung. So. Okay. Da oben noch die Duschen, glaube ich, hier, genau. So, jetzt nehmen wir mal mit, genau. Ja, jetzt heißt es Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Bis hier die letzten Teile hier drin sind. Schauen wir mal schnell Logistik. Ja, ne, ist noch nicht da. Okay, Sicherheitspersonal. So, Logistik. Nee. So, jetzt ist da ein bisschen Ruhe hoffentlich. So, jetzt müssen wir schauen. Ah, da fehlt wieder eine Wand. Jetzt stehen sie drin und machen nichts. So, die Kantine, glaube ich, habe ich aber auch. Die müsste drin sein hier, ne? Also, genau, das ist das. Das Wasser kommt von da.
Okay. Da ist der Detektor, den ich suche. Genau, da ist er. So. Ja, Kantine ist da drüben, Dusche ist hier. Ja, das passt ja dann, ne? Würde ich sagen. Dann werden wir jetzt noch ganz kurz das mal klonen, damit ihr seht, wie es dann weitergeht. So, nee. Hier wollte ich. Ich wollte beides klonen. Okay, ja. Ich glaube, mehr ist nicht zu tun momentan. Kriegen die noch ihren Duschkopf oder war es das hier oben? Naja. Oh, warte mal kurz. Kann ich es abbrechen? Geht nicht. Na gut, okay. Da müssen wir da diese Wand wegnehmen hier, würde ich sagen. Wir lassen das so, weil dann haben wir hier zwei auf beiden Seiten zwei freie. Das passt. Boden, Keramikfliesen. Halt, die Detektoren brauchen Strom, klar, weil sonst geht's nicht. Das ist logisch. Gilt natürlich auch für das hier. So. So. Da fällt mir gerade ein, wir sollten das da drüben auch machen mit diesen Sicherheitsschleusen, beziehungsweise diese. Das finde ich nicht mehr, oder? Also das ist schon hier so ein Gedöns hier. Das habe ich nicht mehr. Naja. Wenig folgen. Ja. Dauert noch ein bisschen, bis sie soweit sind. Währenddessen machen wir mal hier die Versorgung weiter.
wir sind ja am Ende dieser Folge. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen noch mal warten, bis hier ein bisschen. Wir müssen echt leider warten, bis die da diese Sachen gebaut haben. Na gut, ich würde sagen, ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen, damit da ein bisschen mehr zu sehen ist nächstes Mal. Ja, und dann geht's weiter. Bis dahin, alles Gute. Tschö.